Moin Leute, herzlich willkommen zum ersten Video auf diesem komischen Kanal. Wir versuchen heute lebend in, weiß ich nicht, anzukommen. Ich habe schon wieder den Ort vergessen. Aber den Ort versuche ich mit diesem komischen Typ rechts neben mir zu erreichen. Hallo! Halt die Lappen! Okay, los geht's! Halt so. Einfach das Schnauzen. Wir fahren übrigens nach Nürnberg. Oh Junge, was ist denn das hier für ein Verkehr? Fahr doch einfach. Genau, fahr doch einfach. Alter, was ist denn das? Kommt da auch mal eine Lücke? Nee. Ja, komm, jetzt kommt keine Lücke. Oh doch, jetzt kommt eine Lücke. Eine große, sehr gute Lücke. Ja, für mich ja. Für dich ist es eher suboptimal. So! Fahr einfach. Da ich natürlich wieder das Lack des Todes habe, werde ich unten rechts wieder das Navi schön einblenden dürfen. Ich nicht. Freunde, hier ist 60. Nicht 70. Aber nehme ich. Dann fahrt die mir zumindest nicht so rum wie der Bus letztes Mal. Und meinst du im ersten Versuch der Aufnahme? Komplett schief gegangen ist? Nee, ich meine, bei mir ist nichts schief gegangen, ich weiß es nicht. Also, ich möchte ja mit dem Finger auf niemanden zeigen, aber. Ich zeige auf den Lappen. Hallo, fahrt bitte. Gaspar, das rechts, meine Damen und Herren, benutzen Sie es. Hier ist unbegrenzt sogar. Macht euch jetzt. In Deutschland ist es Schnellfahrgebot. Oh, so ein Schnellfahrgebot. Wirklich. An der Nordseeküste. Ob hier lebend ankommen, ich weiß auch nicht. Da Lukas es vergessen hat zu sagen, wir bauen zusammen eine kleine Firma auf. Ich bin natürlich der Hauptprotagonist mit 06 Industries, Lukas mit Brady Industries. Wie wir auf Industries gekommen sind, ich bin einfach hochintelligent und einfach kreativ. Kreativ ja, aber intelligent nein. Ich habe einen 1,7er Schnitt, lass mich in Ruhe. 0,7? 1,7, was für 0,7? Ich habe 0,7 verstanden. Spitz, Junge. Ich weiß nicht, ob ich die Aufnahme übrigens angemacht habe. Ich hoffe schon. Oder nach? Nein, ich habe die Aufnahme angemacht. Wenn ich jetzt nachschaue, bin ich im nächsten Kofferraum von meinem Vordermann, Alter. Das ist ja nicht mein Problem. Wäre jetzt nicht die durchgestrichene Linie hier, wäre ich schon lange vorbei an allen. Die bremsen vor mir, ich kotze ab. Es ist unbegrenzt! Hier ist 60. Nein, das ist nicht. Nee, da vorne stand ein Schild, stand 60. Das kam, als nächstes kam 60. Oha, jetzt geben sie Gas. Ach, hier ist unbegrenzt, okay. So, meine Fahrt ist sehr entspannt. Ich hab niemanden vor mir. Brauch mich nicht aufregen. So. Fahren wir schön langsam jetzt hier auf die Autobahn. Übrigens, im ersten Aufnahmeversuch waren wir im wunderbaren Frankreich und natürlich in der wunderbaren Schweiz. Dort habe ich mich natürlich benommen. Die Schweiz ist ein sehr, sehr cooler Ort. Frankreich ein Stückchen geiler, aber darüber reden wir in dieser Aufnahme nicht, denn mein Anwalt hat gesagt, das sollte ich unterlassen. Ja, das wäre sehr gut. Das überlege ich mir noch. Hat die Post schon geschrieben? Ja, ja. Der Postler kann sich hinten anstellen. Da wollen viele bei mir Briefe abgeben. Aber? Kommt nie was an. Auf. Ich habe auch gar keinen. Och, nicht schon wieder ein Bus. Er zieht vor mich. Wenn jetzt gleich eine Baustelle kommt, werde ich in diesen Bus reinrasseln. Es ist mir egal. Ich habe keinen Nerv für so einen Bus mehr. Musst du aber. Mann, nein. Doch. Nein. Wie willst du bitte an die erste Spitze kommen, wenn du nur Unfälle baust? Ja,
sehen wir dann, wenn es soweit ist. Also nie. Und bei dir. Machen wir mal Tempomat rein hier. Natürlich können wir übrigens nur 90 fahren, weil bei schnellen Aufträgen hatte sich die Devs von ETS gedacht, ist es eine schlaue Entscheidung, es auf 90 zu cappen. Jetzt bremst du auf der verdammten Autobahn, um die Spur zu wechseln, auf 70 runter! Ich muss jetzt erstmal ein paar LKWs bei mir überholen. Waren drei. Verpasst deine Ausfahrt nicht. Weiß. Aber ich habe noch einen LKW vor mir, der noch langsamer fährt. Auf der linken Seite! Rechtsfahrgebot, meine Damen und Herren. Rechtsfahrgebot. Juckt mich nicht. Da. Schön wieder Nacht. Jo. Schön wieder Nacht. Aber nicht schon genug gehabt. Jedes Mal, wo wir bisher was gemacht haben, war immer Nacht. So. Storytime, meine Damen und Herren. Das letzte Mal, wo ich auf der Autobahn gefahren bin, waren dort andere Autos. Ach. Ich hätte nie mal gedacht, dass da immer andere Autos waren. Was soll denn der Voice-Chat jetzt? Was? Du warst gerade bei mir auch im Game zu Ende, okay. Das ist mit notiert, das mache ich auch. Ich hab eigentlich nichts gedrückt, dass ich in-game zu hören wäre, aber okay. Besser ist es. Mann, ich will nicht nur 90 fahren. Schön, dass du 90 fahren darfst. Ich kann nur 80 fahren. Drückst Gaspedal. Nee, dann krieg ich Geldstrafe. Ich will mein Geld nicht verlieren. Geldstrafe kriegst du nur bei Geschwindigkeitsüberschreitungen, wenn die Polizei kommt. Aber wenn mich hier jetzt gleich noch ein einziges... Wobei, gut, wir haben andere Geschwindigkeitsbegrenzungen bei LKWs fahren. Ja, gut, das habe ich gestern auf der Baustelle nicht gemerkt. Da sind irgendwie war ich schneller als alle anderen. Aber darüber reden wir nicht, denn das hier ist die Formel 1 auf deutschen Autobahnen. Nur nicht in ETS. Doch. Genau. Halt mich an die Geschwindigung. Geschwindigung? Ich halte mich an die Begrenzungen. Okay. Ich habe gerade auch gar nicht auf mein Handy geschaut und bin auf die zweite Spur gekommen. Nein. Ich habe mein Handy ausgemacht. Ich habe auch Leuten gesagt, dass ich jetzt bitte nicht gestört werden möchte. Außer meiner Familie, die jeden Moment nicht reinkommen könnte. So die drin lassen. 50 Kilometer noch. Da kommt gleich schon die Eisfahrt noch Fürth und Ehingen. Falls ich das richtig gelesen habe. Oha, jetzt kommt ein riesiges Schild. Mal gucken wir. Ne, Erfurt, nicht Erlangen. Achso, erklärt so einiges. Was erklärt's denn? Ja, vergiss es. Vergiss es einfach. Leser, gibt's die Geschichtsstunde mit dir? Ich hab gestern eine Geschichte erzählt, du warst nicht interessiert. Pech. Ja, jetzt bin ich interessiert. Nee. Ja, doch. Was krieg ich dafür? Ein Keks. Ein Keks? Was für ein Keks? Jeden, den du möchtest. Oha. I get it, Cookie. Oh. Ich back ihn dir auch selber. Gut, worüber willst du eine Story? Irgendeine. Erzähl von deinem Lebenswerk. Von meinem Lebenswerk. Ja gut, ich könnte höchstens das erzählen, was dieses Jahr jetzt noch ansteht. Zumindest in meiner Bude hier. Kannst du gerne machen. Solange du keine Mordpläne sagst. Das überlege ich mir. Wird vielleicht auch noch mit einbezogen. Vielleicht der eine oder andere weiß, habe ich ein wunderbares eigenes Zimmer, das sehr überraschend ist, wenn man in meinen Aufnahmen niemand anderes außer mich hört. Das Ganze wird jetzt bald renoviert, wenn ich die Kohle dafür habe, wahrscheinlich Richtung Oktober erst wieder, aber darüber reden wir jetzt nicht, denn das ist sehr viel Spaß. Schon mal an die Zuschauer von I Know, die meine sind es glaube ich gewöhnt, wenn ich versuche was zu erzählen. M und N ist sehr, sehr an der Tagesordnung. Es gehört nicht zur Geschichte, das gehört einfach zu. Überrot, es war gelb! Und? Oha. Und werdet ihr näher erfahren? Außer Philipp schneidet es nicht raus oder piept es nicht raus. Das bleibt drin. Nein, das wird auch ausgepiept. Ich werde.
mir all. Also, ich habe bisher immer einen Pressspantisch gehabt. Pressspan kann zur Hölle fahren. Das mache ich nicht nochmal und ich empfehle euch das allen auch. Investiert lieber 200 Euro mehr. Holt euch ein. Wie nennt man das? Ja, ein Tisch halt aus Holz. Anstatt aus Pressspan. Denn das ist nicht nur stabiler für jetzt, sondern es hält auch einfach für die Zukunft. Gut, ich krieg sowas von dem Strafe jetzt. Oh, hab nichts bekommen. Sü. Bei dir braucht man das sowieso, dass es hält. Ja, ich habe bisher Pressspan gehabt. Der Pressspantisch hat leicht schon kassiert. Und das ist nicht so sonderlich empfehlenswert. Gerade wenn ihr denn jemand seid, der mal gerne über die Stränge schlägt in bestimmten Spielen. Ja, das wird dann besorgt. Ich werde dann auch von Swiss Bets, vielleicht kennt ja einer von euch die Marke. Oder Swift. Nee. Ich weiß gerade, mir fällt gerade der Name der Marke nicht ein, aber ich werde mir ein Schweizer Bett kaufen. So ein Boxspringbett. Das ist so irgendwie der Marktherr, glaube ich. Was das angeht. Zwar teuer, aber ich habe mich in das Bett reingelegt und hab mich sofort verliebt. Ich brauche dieses Bett. In meinem aktuellen Bett, wenn ich mich da reinlege, möchte ich am nächsten Morgen einfach mich vom Hausdach stürzen oder auf dem Haus. Ich schlafe lieber auf dem Boden als im Bett, das sagt genug. Ich glaube, ich komme erst in 20 Stunden an. Ich hänge hier immer noch an der Ampel. Warum fahren die über Rot? What the fuck? Okay. Rot ist eine Empfehlung. Ampel war rot und der LKW-Fahrer ist drüber gefahren. Hier. Okay. Interessant. Fahr doch und bleib dich stehen. Warum fährst du nicht? Ach, nicht zu blockieren oder was? Ach, nee. Mach ich nicht mit. Mach ich nicht mit? Nein. Will nie mehr. Oh, ich hab's nicht ausgemacht. Ja, was fahr ich denn hier zusammen, Mann? Eine Katastrophe anscheinend. Jetzt sind wir halt grün. Aber nee, ich hab Vorrang. Ist egal, ich blockiere dich scheiß Kreuzung. Ja. Was? Hast du halt einfach nicht, aber ist okay. Ich mach meine so, eigenen Regeln. Absatteln, Stützen werden abgesenkt. Und ausgezeichnet, Alter. Das ist doch hier, Junge. Das ist Qualität. Das ist 06 Industries, meine Damen und Herren. Wenn sie was benötigen, 06 Industries. Lieber 1.13, was fändest du am besten? Mehr Einkommen oder längere Strecken und damit höhere Vergütung bzw. mehr Geld auf längeren? Linke doch. Echt gut eigentlich. Länge. Dann gehen wir auf Fernfahrten, meine Damen und Herren. So, kann ich mir endlich von einem LKW-Händler ein LKW kaufen? Ich hätte gern ein Volvo. Hast du ein Angebot an Kunden, die besonders vertrauen? Du musst da hinfahren, glaube ich. Dann wirst du jetzt akzeptiert. Ja, aber wie will ich da hinfahren, wenn ich nichts habe? Ja, das ist natürlich das andere Problem. Dann hinfahren oder was? Anscheinend. Ja, okay. Aber ich weiß ja nicht mal, wie viel Geld ich von der Bank leihen muss, damit ich einen LKW leisten kann, um zum LKW-Händler zu fahren, um mir einen LKW zu kaufen. Leute, seid ihr vom Fisch bespuckt? Was ist denn mit euch? Du hast du es jetzt bei uns? Bin gleich da. Bin in um der Ecke. Warum bist du eigentlich? Achso, da ist er. Guckt's euch an, der Pferder. Der Pferder, die Bärder. Oha, jetzt ist er gerade an der Kreuzung angekommen. Jetzt fliegt er links ab. Jetzt ist er komplett überfordert mit seinem Leben. Jetzt biegt er nochmal links ab. Circa jetzt. Und nun bremst er. Jetzt hat er angehalten. Jetzt wählt er natürlich die mittlere Option aus, weil er faul ist und nicht einparken kann. Und stellt sich geradeaus
in Kürze hin. Hast du tatsächlich recht. Ja, immer recht. So war es immer gewesen, also kannst du nicht viel falsch sagen. Ich hab immer recht. Ich bin ja recht. Hier doch, dass ich hier stehe. Ich bin Ackerbehändler. Did you know I'm picking up the pieces of my soul? I lost control and I can shake the feeling on my own. Okay, erinnere mich dran, wenn ich es vergesse. Ich hab Vorfahrt heute. Das war sehr dumme Idee, so früh schon einzulenken, egal. Junge. Oh. Liegst du fest? Nein, nein. Oh ja, das kann er vergessen. Oh, Ehre. Ehre. Hab mich schon rausgelassen hier. Ist der hinter mir oder was? Nee. Es war dunkelgelb. War es nicht. Mann, da war die Polizia hinter mir. Der direkt $260 kassiert. Ja? Rote Ampel überfahren. Nee, das kriegst du immer. Ja, aber hinter mir war plötzlich Polizei. Ja, der aber... Junge! Das Auto da ist vor mir in dem Kreisverkehr vor mir gefahren, also wirklich. Ich brauche nicht gucken, ich bin LKW, ich bin stärker. Denke ich mir das auch. Was ist, wenn ein LKW wie hier gerade ist? Gut, so sollte man eigentlich durch diesen Kreisverkehr nicht fahren, aber egal. Passt schon. Hier haben wir ein Navi natürlich eingebaut, weil DAF ist gut. Halbwegs. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingsmarke ist so für LKWs oder zumindest hier im Game. Was ihr da immer bevorzugt habt. Bei mir ist es immer fahr oder lass es, ganz ehrlich. Bei mir war es immer Scania oder Volvo. Renault hatte ich anfangs immer genutzt, aber seit längerem auch schon nicht mehr. Okay, ich kann leider nur einen Tank anzeigen. Ich hätte gerne gezeigt mit den km/h und Tempomat und allem, aber das, zumindest haben wir ein Navi unten rechts. Das ist mal etwas, das haben wir nicht so häufig. Beziehungsweise ich nicht. Ich glaube, Lukas hatte bisher das immer, ich nicht. Ja, ausnahmsweise jetzt nicht. Ja, das ist Karma. Hier ist Karma. Karma. Brauchst nicht. Karma ist eine B-Punkt. So ein B-Punkt. B-Punkt. Es wird langsam aber Tag, das ist auch mal was. Das haben wir nicht so häufig. Wir ein Tempomat rein. Dadurch geht direkt der Tankverbrauch runter. Merke ich das übrigens für Real Life. Tempomat ist nicht für faule, Tempomat ist für sparsame. When I got you by my side, you made me feel like I'm the world in your... Ich fahre hier schön behutsam runter. Ich verstehe nicht, warum du so schnell fährst. Fahr nicht schnell, ich bin jetzt nur 50. Ich bin auch nur 50 gefahren. Wir sind 50. 50 im Alter. Was soll das jetzt heißen? Ich war angeschaut, siehst wie 50 aus. Was soll das jetzt? Ich sehe aus wie dreifacher Familienvater, ja? Also. Aber das macht mir nie 50. Ja, heutzutage schon. Aber denn mit deinem Bart kannst du trotzdem nicht wie ein Weihnachtsmann mithalten. Es geht von deinem Geld ab, also. Ja, du musst trotzdem Schaden zahlen. Ich habe keinen Schaden bekommen. Jetzt?
Nö. Schade. Wird man noch gemobbt, nur... Und genauso müsst ihr es auch übrigens auch im Real Life machen. Immer schön beim Überholen einmal rüberziehen, dann vorbeifahren und wieder die rechte Spur belegen, ja? Wenn ich irgendeinen von euch erwische, wie er auf der rechten Spur schleicht, Alter, dann gibt's Haue. Die Haue sind nicht so gesund. Hier ist schön Elefantenrennen, weil der Typ jetzt auch meint, hoch zu beschleunigen. Oh, jetzt ist es mir egal, jetzt zieh ich rüber. Wie Unfall verursacht. So. Bisher läuft es ja relativ gut. Wir haben jetzt langsam Tag, deswegen schalte ich jetzt das Tagfahrlicht an. Und dann haben wir hier schön Spaß in der Müde. Denn in der Nordseeküste am norddeutschen Strand. Okay. Reicht jetzt auch. Und werden sich anderen an. Ich möchte bitte die Lyrics in den Kommentaren haben, ja? Dankeschön. Das ist ganz wichtig, dass wir das benötigt. Hast im Leben nichts Besseres zu tun, als zu singen, ne? Was für Unfall verursacht? Okay. Wie die so dumm sind zum Fahren, ist noch nicht mein Problem. Wir müssen doch damit rechnen, dass ich einfach nach rechts fahre. Und wie läuft genauso? Also zumindest bei den meisten. Was ist bei den neuesten? Ich wurde gerade genervt in Real Life. Dass man das LKW-Fahrer einfach voreinziehen? Nö, also mir ist das noch nie passiert. Aber ich höre, dass es relativ häufig passiert scheinbar. Das ist auch nur durch vernünftig. Sehr gut, bei vernünftig läuft die ganze Zeit auch nur Videos, die dann auch gesaved werden. Das passiert ja jetzt nicht so häufig. Alter, da waren wenn, auch... Wenn, dann ist es meist, dass der, weil der LKW dann halt in, keine Ahnung, 5 Minuten oder so irgendwo an einer Raststätte sein muss oder so und in der Nähe direkt eine ist und der rüber muss. Weil die dürfen ja nicht überziehen. So, jetzt müssen wir natürlich einmal nach links auf die mittlere Spur, um auf der rechten Spur zu landen, Junge. Ihr werdet übrigens mal nicht nur den Part, sondern auch die Fahrstile. Also ihr schreibt in die Kommentare bitte einmal die Lyrics von einer Nordseeküste, dann einmal die Lyrics von Helene Fischer Herzklopfen. Nein, wenn ihr irgendwelche Helene Fischer Songs in die Kommentare bei mir schreibt, werdet ihr blockiert, ich sag's euch. Dann mache ich das. Eine Insel. Also Nummernland. Dann schreibt ihr euren Lieblings-LKW Marke oder Marken rein. Von mir aus auch gerne ein Ranking. Von den ETS-LKW Marken. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Was haben wir bisher gesagt? Genau, und ob euch der Part gefallen hat natürlich. Das ist immer ganz wichtig. Das brauchen wir einfach, um im Algorithmus zu landen. Genau. Ja, könnt ihr bei mir auch machen. Ey, Schiri! Was denn? Faul! Warum? Faul! Du bist auch so ein Faul! Wenn wir gleich auf einer Geraden sind, spiele ich noch eine FIFA Mobile. Oh! Ups. Kann auch gleich mit aufnehmen und dann unten rechts zeigen. Oder irgendwo. Genau. Ich könnte, ja. Ich spiele mit 120 FPS auf dem Handy. Sonst oh, könnte mein alter PC nicht mal. Oder machst so ein richtig schlecht eingefügte Hand mit einem Handy in der Hand und machst es da reinfügen. Oder ich mache einen Kanal auf und sage Lucky, ja, in der Bonbon. Kannst du auch gerne machen, wenn du Bock drauf hast. Nee, ich verzichte. Ich möchte keine Kinder verstören mit einem redenden Gummibär. Dich sind eh schon genug Leute verstört. Wie fandet ihr eigentlich, gerade beim Thema verstörend,
Bernd das Brot. Ich verstehe nicht, warum so viele Leute sagen, sie fanden es verstörend. Ich fand Bernd das Brot immer übel Entertainment. Ich hab dann nur abgefuckt. Warum? Ich weiß nicht, ich mag es einfach nicht. Ich fand das ultra geil. Ich nicht. Ich hab's gesehen, hab direkt weggeschalten. Hast du einiges Geiles verpasst. Das war zwar irgendwie traurig. Wie fährst du denn bitte? Ja, nee, es lohnt sich nicht mehr zu überholen. Unfall verursacht. Oh, das schöne Parkhaus hier. Ein Traum. Wo hab ich aufgehört? Ja, der wurde ja übelst weggemobbt die ganze Zeit in der. Ich weiß gar nicht, ob man das Serie nennen darf. Weil es war ja keine Serie, keine richtige. Nur, Es war wirklich, also, so funny, dumm, Entertainment und man hat schon wirklich gemerkt, dass es einfach übel geil gemacht ist. Es ist simpel, aber geil. Fährst du bitte? Danke. Er ist der Öffnerhalt in Stuttgart. Kommen wir noch rechts. Oh, da hinten ist der Start der Flieger. Ein Flieger nochmal, ey. Ich werde auch nächstes Jahr, doch noch dieses Jahr, wenn alles richtig läuft, sitze ich im Flieger. Oder nächstes Jahr. Einmal dieses Jahr geht's nach Ägypten, hoffentlich. Nächstes Jahr geht es nach Frankreich. Wo es dahin geht, werde ich aber genauer nicht beschreiben. Hat dich jemand auch zum Zusammenhaut? Nein, weil ich da an Orte gehe, wo... Also zumindest der Ort in Frankreich wohnt jemand, den ich kenne. In Ägypten habe ich einfach keinen Bock, das zu sagen. Das werdet ihr eh dann auf meinem Insta-Account sehen. Sprich, fuck mal Fenster. Nein. Ist natürlich ganz unten verlinkt. Ja, ganz unten. Also scrollt einmal durch die kompletten Kommentare durch und folgt mir. Bremse ich schnell runter. Und ich bin faul. Hände. Ausgezeichnet. Dann werden wir in der nächsten Folge unseren ersten LKW kaufen. Wir versuchen es. Kann euch auf jeden Fall freuen. Auf Fernfahrten sind wir gegangen, ne? Ja, einmal auf Fernfahrt. Dann würde ich. So, dann übergebe ich das Wort wieder an Lukas. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut bis. Philipp vorbei, er ist ganz oben in der Videobeschreibung, ausnahmsweise. Schaut auch die anderen mir Links auch. An. Ich bin auch bei mir immer ganz oben in der Videobeschreibung. Ich glaube, das bringt nicht viel. Aber habt doch einen schönen Abend, Tag, Mittag, wann auch immer ihr schaut. Halt dich ins Klo und ja, tschüss. Tschüss.